So, dann mach mal, wie gesagt, letzten Bereich ja noch, den ich ja sagte. Hatte ich hier irgendwie... Reparieren was getrocknetes Leder. Okay, getrocknetes Leder habe ich, aber Dings fehlt mir. Huch. Kann ich irgendwas rübersetzen? Da brauche ich ja nicht so viel. Ja. 5 Kilo der Bärenmantel. Willst du mich verarschen? Kann ich eigentlich den Bärenmantel... anziehen oder nicht? Ach ja. Und diesmal... wie gesagt, er braucht Essen. Habe ich jetzt einmal Angelzeug dabei? Oder habe ich alles weggeworfen? Naja, egal. Sonst hätte ich... noch einen Fisch geangelt. Da fliegen Krähen. Hier ist aber nur der tote Leichnam. Den brauche ich nicht, weil ich ihn ja schon... gezweigt hatte. Ich find's auch scheiße, wie man in der letzten Aufnahme gesehen hat, wenn man den Wolf versucht zu erschießen, auch wenn man, sag ich mal, dran vorbeischießt, dass der nicht anfängt abzuhauen. Bei einer Leuchtkugel, weißt du, da haut er ab bis zum geht nicht mehr, weißt du? Aber beim Schuss, wie gesagt, am Anfang der ersten Episode habe ich auch vorgelesen. Normalerweise sind ja
Wölfe menschenscheu und würden ja bei jedem Lärm abzwiebeln. So, dich, genau, Tannenharz, dich brauche ich nicht auseinandernehmen. Das, was ich vorhin am See den Hirsch mit einem glatten Schuss getroffen habe und so weiter, das war jetzt nur natürlich Zufall, dass er gesessen hat. Aber ich ging ja davon aus, dass ich eigentlich daneben schießen würde. Wie gesagt, ich habe immer noch 3 Schuss. Auf dem Rückweg, bin ich ehrlich, gehe ich jetzt auch wieder danach die Gleisen runter und dann halt hier lang, bevor ich mich dumm und dämlich verlaufe. Aber dass der Mantel 5 Kilo wiegt, Alter, ey. Da oben ist der Turm. Und wir hatten ja einen anderen Turm von gesehen mit Radiowellen. Und nicht den, der jetzt gerade in dem Baum ist. Ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht, dass man hier auch dann ein bisschen mehr Munition hat. Auf der einfachsten Stufe. Dass man sagt, man findet jetzt zum Beispiel an Waggons oder in Häusern oder in Schubladen, was ich, Munition, sag ich jetzt mal, auf dem einfachsten Schwierigkeit, sag ich mal, maximal 500 Schuss beispielsweise jetzt. Auf mittlerem Schwierigkeit gerade 250 Schuss und den Rest natürlich jeweils mit Craften natürlich, ne? Aber selbst findbar 500 plus Craften und dann dementsprechend auf Mittel 250 und dann halt noch ein bisschen zu craften und auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad dementsprechend, dann sage ich jetzt mal nur 125 Schuss mit Craften denn. Weil teilweise hatte ich in manchen Punkten, wie gesagt, ein bisschen mehr Schuss, dass man sagt, man kann auch mal verschießen. Ich muss außen rum. Wie gesagt, wo man sagen kann, man kann auch mal verschießen, ohne dass man auf jeden einzelnen Schuss, sage ich jetzt mal, achten muss. Ich wollte sagen, da unten ist ein Wolf. Wo ist denn jetzt der scheiß Turm, Alter? Alter, wenn das jetzt wieder so anfängt, ne, dass er sich jetzt hier verlaufen tut, Alter, dann dreh ich am Rad, Alter. Das ist ja klar. Springe da ein Stück zu tief, Alter, kommt da diese Wegschelle nicht mehr hoch. Weil er zu doof dazu ist. Ey, wie kann man jetzt schon müde sein, du dummes Stück Scheiße? Ah, verschossen. Ah, da ist der Turm.
Ah, er hat verschossen. Da ja hier gerade keine Gefahr von ausgeht von einem. Hallo? Ey, willst du mich gerade komplett verarschen, Alter, ey? Ich frage mich mal, aus welchem Sturz teilweise. Das sind nur Steine. Genau, ich hatte ja von die Radiowellen gesehen. Genau, und dann bin ich ja eigentlich von dem weggegangen. Den Turm habe ich ja nicht gesehen. Dann frage ich mich, wie ich in diese Scheiße da unten geraten bin. Weil auf dem Berg war ich nämlich auch schon mal. Oh, sieht aus wie Kohle. Sind aber nur Steine. Mann, pack dich hier nicht. Ich weiß doch jetzt schon, dass ich sterben werde, weil er verhungert. Die Seen sind da hinten. Da. Hallo, ich möchte einmal kurz rein, ja? Ach, liegt das hier alles wieder neu? Ja, eine Gewehrpatrone. End up being useful. Ach, dich kann ich gar nicht aufheben. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Wanderstiefel, wo seid ihr? Du hast 0,8, du hast 0,3. Das heißt, ich nehme dich erstmal mit. Ja, komm, mach die Scheißtür doch wieder zu, Alter, ey. So, unser Ziel ist jetzt wahrscheinlich wieder zurückzugehen, ne? Ja. Aber ich will irgendwie jetzt gleich ein Tier schießen, dass ich wenigstens ein bisschen Nahrung habe.
weil ich werde gleich sonst, wie gesagt, sterben. Ich dachte, ich ist hier oben ein Reh, Alter, ey. I don't rest in London. Habe auch keinen Bock, die Nacht da oben zu verbringen, weil da muss ich extra Feuer legen. Deswegen will ich zu der einen Hütte. Aber im Endeffekt, was ich nachher gleich jage oder abknalle, ist mir persönlich relativ. Weil irgendwas werde ich gleich schlachten. Okay. Alter, wie gehst du, Alter? Po. Ist ja gleich kein Wunder, dass du wieder verletzt bist, du Stück Scheiße, Alter. Meine Fresse, ey. So, ich bin jetzt bei Gleiserzug, das heißt ein paar Meter weiter vorne und dann links. Ups, wie gesagt, er ist erstmal, wie gesagt, übermüdet. Ich kann auch nicht laufen. Also, von daher kann ich erstmal neben gehen, einer rauchen. Ich garantiere euch, sofern ich gleich mit meiner Figur schlafen gehe, wird er dabei sterben gehen. Halt nicht gerade. Ach ja, einen Schuss hatte ich ja vergoldet gehabt. Genau. Ich wollte nämlich sagen, ich habe doch 4 Schuss gehabt. Aber habe ich auch nicht am Inventar, die habe ich ja von abgelegt. So, ich glaube, ich bin von auch, waren hier vorne auch noch einmal kurz Dinger, die ich sammeln kann und essen konnte. Weil ich habe jetzt nämlich kein Angelzeug dabei. Da.
Das ist... nicht viel. Dass er über so eine verfickte Eisscholle nicht gehen kann, ey. Dann ist ein Wolf, aber um den will ich mich jetzt nicht kümmern. Guck erstmal, wie viel, wie gleich der. Wie ist der so? Okay, da geht jetzt ein bisschen schneller runter. Nacht heute noch mal 5 Stunden rein. Mache ich noch mal 2 Stunden, damit ich gleich ein bisschen Licht habe. Wieso habe ich jetzt auf einmal 5 Kilo zu viel dabei? Willst du mich eigentlich gerade natzen? Das Spiel mag mich, glaube ich, nicht. Ich werde es hassen. Ich habe es teilweise schon gehasst und ich werde es auch immer noch weiterhin hassen. Hass. The Long Dark, die Hass von... Ich wollte schon sagen. So. Wolf. Oder irgendwas anderes. Wie gesagt, Angelzeug, wie gesagt, habe ich jetzt nicht dabei. Sonst hätte ich sagen können, jo, ich angel mir jetzt einen Fisch. Jo, ich will nur... Rohrkolben. Ey, komm, sammle diesen Rohrkolben ein. Oh, schlagartig langsam. Hallo? So. Ist der Wolf? Da sind ein paar mehr Wölfe. Da habe ich wahrscheinlich einen Ticken zu niedrig gezielt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, umso dichter ich den Wolf rennen lasse, umso eher sterbe ich.
doch. Okay, ich habe den Wolf getroffen, aber... I can barely walk with this much gear. Ich nehme mich auch noch mit. So, in welche Hütte komme ich jetzt? Ah, da ist auch noch ein Dreckswolf, Alter, ey. Das war so klar. Risskleidung, Kleidung gleich nicht mehr verwertbar. So, du auch noch. Der Wolf läuft genau dahin, wo ich eigentlich auch hin wollte. Der läuft. Das müsste eventuell gerade so durchgehen. Okay, er läuft komplett hoch. Dass ich vielleicht oben ins Haus komme. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt zu Fuß... Genau, wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt versuche zu Fuß bis zu ihm dahin. Wie lange willst du noch blinken, du scheiß E-Zigarette? Na, jetzt bist du aus. Na, okay, ich muss die E-Zigarette gleich aufladen. Die hat das Ding gleich aufgegeben. Wolf, geh weiter. Ich möchte bitte vorher ins Gebäude rein. Der Wolf von hinten kam nicht. Habe ich den wahrscheinlich am Anfang übersehen. So, ich hoffe mal, ich habe genügend Brennholz dabei. Also muss ich nämlich hier gleich den Tisch auseinander. Munition habe ich ja nicht mehr. Aber gut, dass der Wolf gerade einen Tee gerissen hat. Hatte ich schon mal gehabt, dass ich einen Wolf angeschossen habe, aber der nicht umgefallen ist. Und beim Reh, bzw. Hirsch, je nachdem, wie man es nennen mag, habt ihr davon gesehen, hat ein Schuss ausgereicht. Das finde ich ein bisschen schwachsinnig gemacht. Meines Erachtens. That should help warm things up. Reicht das zum Durchgaren? Gerade so. Aber reicht nicht für lange.
Aber ich kann mich schon gar nicht mehr bewegen. Ich wollte schon sagen. Da bin ich froh, dass ich, wie gesagt, ein paar Streichhölzer behalten hatte. Vielleicht lege ich nachher, obwohl wenn ich nachher eine Kiste beim alten was reinige, kann sein, dass ich das wahrscheinlich nicht wieder rauskriege. Ansonsten lege ich hier gleich was ab, zusätzlich noch. Nein. Dass ich dann immer hier, sag ich mal, den Safe was liegen habe. Ja, ich habe jetzt 9 Kilo Fleisch. Dass ich in hier eine Truhe das hinter mir gleich reinschmeiße. Jetzt lass mich wenigstens hier den Kram durchziehen. Hat sich gerade so angehört, dass draußen gerade ein Wolf rumrödelt und jüdelt. Dann kann ich auch gleich nochmal Wasser abkochen. Dann haben wir das auch noch hinter uns. Da mache ich dann aber gleich die komplette Menge. Ah, das reicht, glaube ich, jetzt nicht ganz. Oh, doch, gerade so. So, dann kann er erstmal sich voll trinken. Und sich voll futtern. So, und von mir aus kann er 12 Stunden jetzt schlafen gehen. So, dann kann er noch einmal kurz, wie gesagt, was trinken. Und einmal was essen. Oh, ja, komm. Hier will ich jetzt reinwerfen. Nicht da. Ein Hoch. Da haue ich 5 rüber. Der Fall. Schön zu wissen. Dann haue ich mal die Taschenlampe hier rein. Die Säge haue ich da mal rein. Dann haue ich dich da mit rein. Den muss ich gleich mal schärfen. Den kann ich auch mit reinhauen. Hier ist die Schnur.
kann ich hier auch mit reinhauen. So, dann habe ich wieder sozusagen Gleichgewicht. Genau, habe ein Kilo Essen und dementsprechend Wasser genügend dabei. Drüben bei ihm nehme ich mir gleich den Wettstahl raus und schleife dann nochmal sozusagen alles scharf. Hier für jetzt dieser Episode 2. So, dass ich dann vielleicht nach und nach alles von, was ich oben bei ihm habe, hier runtertrage. Und dann nur im äußersten Notfall, sage ich mal. Da ist ein Wolf. Zu ihm gehe. Sprich, wenn ich sage, ich mache da noch mal eine Ladung Wasser oder muss was garen. So, ich muss mich die Richtung halten. Sind jetzt bei 37,5 Minuten. Falls ihr so ein Summen hört, das ist von meinem PC der Lüfter, weil ab einer gewissen Temperatur im Zimmer, weil der PC relativ nah an der Heizung, sag ich mal, steht und dem Fenster, also steht eigentlich optimal, was Wärme und Kälte betrifft. Auch wenn ich jetzt schon wieder Übergewicht habe. Ein bisschen nachher dran bedenken, dass ich den großen Mantel bei ihm abgebe. Ich wundere, ob ich irgendeine von diesem Gear an dem mache ich jetzt auch noch Platz. Gewicht. Da oben ist die Bahn, ne? Genau, das heißt, ich muss da lang. Nach das Feuerholz nehme ich dann sozusagen nachher mit wieder zurück, dass ich da vielleicht einmal so eine Offline-Folge mache, dass ich dann einfach nur ein bisschen Holzhacke für Feuergedöns für die Base da hinten. Obwohl, das ist ja eigentlich ja nur der Story-Modus, also von daher brauche ich das eigentlich gar nicht. Wie gesagt, wir bringen jetzt hier das sein Bärenfell wieder zurück. Repariert natürlich. Und dann war es das auch heute mit der Aufnahme-Session. Weil, wie gesagt, 2 Stunden haben wir, plus die Aufnahme sind wir jetzt bei 2 Stunden 40. 45 kann ich nicht von hier aus entziffern. Aber wir haben dann, wie gesagt, reichlich. Die Leiche liegt da immer noch. Von der menschlichen Leiche kann man kein Fleisch abhacken. Hätte man aber auch noch so machen können, dass man das sagen würde, wenn jetzt, sagen wir, mehrere Charaktere hier rumlaufen, dass man sagt, jupp, man kann auch von Menschen
das Fleisch, sag ich mal. Rausnehmen, also abhacken und verwerten. Dass man sagt, man macht aus dem Fleisch Fleisch, also man gart es zum Essen. Aus der Haut macht man sich, keine Ahnung, Handschuhe, Schuhsohlen, Mäntel oder irgendwas, und aus dem menschlichen Fett irgendwie, keine Ahnung, Feuer, also dass man irgendwas oder so als Schmierungsmittel nimmt. Im Endeffekt sind, wenn man es so betrachtet, sind nicht nur Tiere zum Verwerten da, es können auch Menschen sozusagen verwertet werden. Auch wenn das gleich wieder heißt, wenn Menschen Mensch ist, ist das Kannibalismus. Alter, wenn Tier ein Tier ist, ist es auch Kannibalismus. Und wenn Menschen Tier ist, eigentlich auch genauso, wenn Tier Mensch ist eigentlich, ne? Aber man sagt, Mensch, Tier essen ja, Tiere essen Tiere, aber wenn Tier ein Mensch reißt, ist es auch in Ordnung. Also von daher könnte man das, hätte man das eigentlich in den Spielen hier auch mit reinbauen können, dass man sagt, okay, da liegt eine tote Menschenleiche. Ich nehme jetzt mal da, ich nehme ihn jetzt, ich weide ihn jetzt mal so ungefähr aus und verwerte alles das, was ich verwerten kann. Notizbuch. Achso, da. Tagebuch. Kehre zu Jimmy zurück. Bin ich doch. Hm. Not bad. For a pilot. Yeah, well. Thanks for the help. I think I'm ready to get out of here. I have a little graduation present for you. Oh yeah? Here. Well, thanks. You've earned it. And I have a feeling you're gonna be needing it before you're through. I have a feeling you might be right. This pack is getting kind of heavy. So, was ist eigentlich jetzt meine Aufgabe? Was ich weiß. Person, Orte, Dinge, Aktion. Naja. Normalerweise müsste ich ihn jetzt wahrscheinlich fragen, was ich machen solle. Was sagt die Aufnahme? Session 43, gleich 44 Minuten. Ich denke mal, ich gehe jetzt nochmal zurück. Und das meinte ich mit Abschmieren. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich meinte die letzten Male. Das wären jetzt, wie gesagt, 45 Minuten, die jetzt flöten gegangen wären. Ich sagte, nein, ich habe es jetzt nicht rausgeschnitten. Ich musste eben gerade nur die eine Zwischensequenz nochmal mir anhören, deswegen. Habe ich sie jetzt einmal kurz übersprungen. Ich habe ihn jetzt auch nicht gefragt nach einer neuen Mission, denn ich will einmal zurückgehen. Und dort ein bisschen Gewicht ablegen, wegen dem Feuerholz. Und da werde ich dann dementsprechend meinen Cut machen, so wenn wir bei der nächsten Session fortführen, wir von dort aus sozusagen wieder hierher zurückgehen. Bevor ich denn eine neue Mission anfange. Und deswegen habe ich gesagt,
mit die letzten zwei Aufnahmen. Was soll ich sagen, ist einer. Das Remote Play gemacht. Stell dir mal vor, das wäre in den letzten Aufnahmen passiert. Oder da in denen, wo ich die Doppelfolgen gemacht habe. Okay, in den Doppelfolgen ist es auch passiert, aber glaube ich. Aber es ist halt dementsprechend nicht so rapide, wie es so der Fall ist, sag ich jetzt mal. Ich weiß, du bist müde. Da ist wieder ein Hirsch. Gehe ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Hast den einen dicken Ast, wo der Hirsch gerade dran vorbeigegangen ist, den nehme ich jetzt dann noch mit. Den hier vorne. Ihn kann ich jetzt nicht erschießen. Habe keine Munition dabei. Was haben wir jetzt? 47 Minuten. Wie gesagt, wenn das Spiel wieder mit einer Fehlermeldung abschließt, habt ihr gesehen, die Aufnahme wurde nicht dadurch beendet. Und nur wenn ich jetzt manuell speichern wollen würde, dann bricht halt die Aufnahme komischerweise ab. So, ein Netzschall habe ich nicht dabei. Das heißt, ich müsste ihn auch nachher, wenn ich dann wieder von zurücklatsche, auch den Rest aus der Truhe von ihm nehmen, was sozusagen nicht seines ist. Dass man denn das hat. Mal gucken, vielleicht mache ich das hier, mache ich gleich nochmal in dem Sinne einen Cut, dass ich dennoch mal, was ich, eine halbe Stunde oder wie lange es dauern würde, denn immer hin und her laufen würde zwischen die Kiste bei ihm leer machen und sozusagen bei mir voll machen. Oder ich mache das offstream, also nicht in dem Let's Play. Weil ich weiß nämlich nicht, wie lang die diese Mission hier geht. Wie ich es natürlich nachher in den Überlebensspielmodus mache, wie gesagt, das ist eine andere Sprechweise. Die Axt will ich ja eigentlich nachher noch schärfen, da gibt ein Wolf. So, mehr will ich jetzt auch nicht. Kommt auf mich zu? Nee, geh wieder weg. Aber ich hoffe nicht, er macht jetzt nicht jetzt einen Linksknick. Oder ich mache das in der nächsten Aufnahme, dass ich dann hin und her immer laufe, nicht in dieser. Nicht in dieser Aufnahme. Ich denke mal, Übergang ist. Sag doch mal ruhig. Übergangsweise Holz habe ich, glaube ich, auch erstmal genug. Ja,
Und von, ich habe vorhin auch kurz in dieser kleinen, ja, sag ich mal, Unterbrechung, wo ich dann auf Pause gemacht habe, um halt das Hoppen überspringen und die Zwischensequenz zu überspringen, habe ich dann auch kurz meine E-Zigarette angeschlossen, dass der Akku wieder lädt. Sind wir schon bei 55 Minuten oder was? Nee, 51 Minuten. Ich kann die Zeit aus gefühlten 2,5-3 Metern schon gar nicht mehr lesen. So, wo ist das Bett? Wie viel kann ich... 7. Achso, okay, die Kiste ist voll. Okay, verstehe. Da haben wir Essen. Ja, im Endeffekt wird es ja nur Feuerholz und Essen sein, ne? Lass mich einmal kurz rüber da. Frische Rehhaut. Kann ich ihm geben. Medikamente habe ich ja stets immer dabei, dann die muss ich nicht reinpacken. Ich muss auch wieder cutten, sonst wäre ich jetzt noch einmal kurz rübergegangen zu ihm. Hätte da noch was mitgebracht, aber brauche ich nicht. Deswegen, wie viel haben wir jetzt? 55%. Gut. Dann werde ich, wie gesagt, hier jetzt einen Cut machen. Und beim nächsten Mal, wenn ich dann wieder rübergehe zu ihm, dass ich den da von ihm aus der Kiste das Überzeug noch mitnehme und bei mir mit reinpacke. Vielleicht mache ich das auch gleich noch, dass ich kurz noch mal eine Aufnahme starte und dann noch mal kurz hin und her laufe, aber muss ich gucken.